Hallo! Hallo! Herzlich willkommen hier bei uns, den Dysons. Das war unser Stichwort. Hallo! Wir sind 7 Schweizer Nerds, die zusammen mit Drachendämonen und der deutschen Sprache kämpfen. Auch diesmal wieder mit der Sonderedition mit Guido, Jasmin, hallo. Martina, Kevin, Mira und Pascal. Guido vom SRF beehrt uns wieder. Schön, dich hier zu haben, Guido. Danke, freut mich, dass ich da bin. Wir freuen uns auch sehr. Kevin, das Werbesegment. Die Kevin-Kiste ist gefüllt mit dem Grande-Kompendium und zwar hat, oder wird, doch, sie haben schon, für unseren nächsten One-Shot, der wieder eine Riesenproduktion wird mit neuem Set und Kostümen und krass, einfach krass, schaut es im November. Und zwar hat das Grande Kompendium für uns die Character Arts gezeichnet. Und die sind natürlich wie immer grandios. Grandios. Wenn ihr Karten benötigt mit speziellen Items, mit speziellen Tieren, Wesen, dann bekommt ihr die erstens gratis auf Instagram. Bei Grande. Gratis, das kann Grande Kompendium, alles zusammen auf Instagram. Da kommen, ich glaube, jeden zweiten Tag kommen sehr spezielle Kreaturen. Schaut da unbedingt mal rein. Und die gibt es auch auf Patreon. Und dann noch einen großen Shoutout an unsere Freunde von Nerd Life Balance, denn diese zwei sind dafür verantwortlich, dass wir diesen nächsten One-Shot überhaupt spielen, weil von ihnen ist das Abenteuer geschrieben. Und das wird es dann auch irgendwann zu kaufen geben. Ja. Sehr cool. Wir freuen uns. Absolut. Spannend. Und die Kostüme schon ready? Nee, nicht, noch nicht so ganz. Wir sind immer auf der Spur. Es ist im Tun. Eindruck. Es ist im Tun. Gut, wir kommen zur Fun Fact Edition. Dieses Mal mit Pascal Sven. Yes, Fun Fact von heute. Als ich damals Frankie gekauft habe, als wir die ganze Idee damit hatten, hatte ich wirklich versucht, auch zu Bauchreden, wie sagt man, Bauchreden zu lernen. Ich habe da wirklich während 2-3 Wochen habe ich mir YouTube wieder rangezogen und versucht, das wirklich so vom Spiegel so, okay, das funktioniert jetzt so ein bisschen noch nicht so richtig. Und weil es einfach scheiße klang, dachte ich, okay, lass mir das Ganze. Naja, aber ich hab's versucht. Also. Kann ja noch werden. Ja. Das trainieren wir jetzt akribisch. Wenn ihr dem Pascal einen Kurs spendieren wollt. Auf Coffee. Einen richtigen, nicht nur auf YouTube. Könnt ihr Bauchreden und habt Tipps für Pascal? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Gut, das war die Fun Fact Edition. Dann sind wir ready wieder für das Spiel, wieder einzutauchen in eine Welt von Drachen und Verliesen. Yes! Das letzte Mal ein Kampf auf einem Stadtplatz mit einem Feuerelementar, mit dem definitiv Turadir nichts zu tun hat. Jetzt zurück im Brunnenhaus mit einem neuen Begleiter, mit zwei neuen Begleiter, Turadir und Rupert. Diese wurden einfach mal spontan eingeladen, denn wieso nicht? Ihr seht schon, während ihr auf das Brunnenhaus zuläuft, vor der Tür sitzt, wie er es seit ein paar Tagen tat, Bernd. Oh je. Seitdem ihr ihn eingeladen hattet an das Fest, kommt er immer wieder vorbei und fragt, ob er bei euch mitmachen darf. Doch jetzt sitzt er wieder dort auf der Treppe und ist. Er hat sich extrem gebessert, er trinkt nicht mehr so viel. Und sitzt dort, ihr seht Bernd mit Glatze, mit seinem Bart, ziemlich kräftig, mit einem dicken Bauch. Der steht sofort auf und ist. Oh,
Hey, buntes Rudel, hä? Hey, Bernd. Hallo, Bernd. Hey, Bernd. Na? Wie geht's? Seid ihr gut drauf, hä? Aber wir mussten ziemlich kämpfen. Bisschen angeschlagen. Ich habe so Verbrennungen an der Brust. Ja, entlang. Sind alle ein bisschen. Ja, ja, hätte dir was gesagt. Ich wäre mitgekommen. Ja, kannst du vielleicht nach Hause gehen, Bernd? Heute ist kein guter Tag. Oh. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob ich bei euch mitmachen kann. Kann Bernd schnitzen? Bernd, kannst du schnitzen? Ich kann schnitzen. Ich kann, wenn du willst, kann ich schnitzen. Ich brauche einen Schädel. Kannst du einen Schädel schnitzen? Aus Holz? Holz, ja. Okay. Dann kann ich bei euch mitmachen. Wer ist er? Ja, euer Freund. Mein Freund Rupert braucht einen Schädel. Bernd, vielleicht hast du gerade nichts zu tun, könntest einen Schädel schnitzen für meinen Freund Rupert. Das ist eine gute Idee. Wirklich, ist das eine gute Idee? Das ist eine gute Idee. Ich meine, wenn du willst, dann kann ich dir schon einen Schädel schnitzen. Dann können Sie so mein Mayo-Business so übernehmen. Groß, etwa schön, so Mensch, Mensch, okay. Ja. Mensch ist schön. Horatio. Was? Einfach, so heißt der Schädel dann, einfach damit du weißt, wie du den schnitzen musst. Horatio? Rupert nickt und sagt, Horatio. Dann kann ich bei euch mitmachen. Ja, dafür kannst du die Mayonnaise abfüllen und zum Stand bringen für mich. Wie gestern wieder? Ja. Okay. Ja? Oh mein. Okay. Ich gehe, schnitz Schädel, komm zurück, mach das mit der Mayonnaise. Nice. Okay, cool. Danke. Danke, Bernd. Danke, Bernd. Danke, danke. Versteht. Geht los. Also ich finde wirklich, wir sollten ihn mitmachen lassen, der Arme. Oder wenigstens nicht ausnutzen. Ich glaube, der Kerl braucht einfach Freunde. Hat er nicht ein paar Freunde, die er beschäftigt. Und nachher können wir ihn mitnehmen. Er sieht sehr zerbrechlich aus. Nein. Obwohl er... Zerbrechlich? Für mich sehen inzwischen alle Menschen zerbrechlich aus. Oh. Weil du so stark bist, wahrscheinlich. Nein. Definitiv nicht. Steh du mal in deinem Feuerelement, das hat wehgetan. Siehst du, zerbrechlich. Hilda, setz Tee auf! Okay, liebisch! Sag wir haben Besuch. Wir haben Besuch! Oh! Der Schatten. So hat die Helga ist uns... was ist sie denn? Hilda. Sie macht uns... Hilda, genau. Sie macht uns Tee. Sie putzt, glaube ich, Dinge. Ja, sie geht einkaufen. Unsere Hausmama. Ja, es ist sehr nett, aber es ist ein bisschen schreckhaft. Kannst du die Köpfe... Rupert ist ja geschminkt. Das fällt dir bestimmt nicht auf. Ja, das fällt nicht auf. Ja, ich halte Rupert immer noch fest. Ich bin in Maske. Macht sie vielleicht ein bisschen unwohl, aber sie kommt drüber hinweg. Wie hast du... Nein, ich frag gar nicht. Ich... Geh hoch in die Küche. Ihr geht hinein. Ihr seht inzwischen hier über dem Sofa beim Eingang ist groß das Bild des bunten Rudels. Alle 6 Mitglieder? Inklusive Charlie, inklusive der ganzen Tiere. Ich habe nochmal in die Folge reingeschaut, es sind tatsächlich nur die 6 Mitglieder und die Begleittiere darauf. Also ebenfalls darauf die Ziege Cassia, Dorian der Fuchs, Taube Max, nicht Taube Polo und Roter Vogel Max, Quentin, Lord Bello mit einem runden Hut und einer Pfeife. Eine Pfeife, ja, genau. Also ihr seid jetzt da dieses... Bunte Rudel, sagt man euch. Ja, das richtig, seid ihr da auf dem Bild. Warum habt ihr ein Bild? Warum sieht man das nicht und ich stehe so Pose. Warum habt ihr ein Bild von euch und lebt zusammen in diesem Haus? Was ist das für ein Arrangement? Wir haben viel erlebt. Es war ein Geschenk der Königin. Wir führen Aufträge für die Königin und den, ehemals den König. Eidus, da bin selig. Hatte ich so ein bisschen Glück, dass ihr gerade vorbeikommt, als ich da mein kleines Problem auf dem Markt... Andererseits habe ich jetzt gerade Bernd beschäftigt, darum würde ich sagen, quitt, oder? Quitt. Ja, du hast wirklich einen guten Handel, den du da reinwurstelst. Du bist nicht so lange in der Stadt hier, ja? Ich glaube, das mit der Balance, das bringe ich dir noch bei. Bist du erst gerade hier angekommen? Ja, ja, ich bin auf der Suche nach, nach Artefakten, ziehe ich so durch die Lande, habe auf dem Markt das Artefakt gefunden. Die interessieren mich einfach, diese Artefakte. Ich habe das bemerkt, sehr subtil.
Die ganze Aufmachung, die hat ja bis jetzt noch keine Probleme bereitet, nehme ich an. Nein, das ist meine Bestimmung. Das ist meine okay. Bestimmung. Das ist auch eine. Du klingst ein bisschen wie meine Mutter. die mag das auch nicht, wenn ich meiner Leidenschaft fröne und hey, endlich das tue in meinem Leben, was ich tun will. Gut, okay, versteh mich nicht falsch. Ich bin okay damit, dass du was auch immer tust. Okay. Hm? Nur das Problem ist, dass aktuell die Stadt das nicht so toll findet und auch allgemein mögen es Leute nicht, wenn man Untote wieder belebt oder mit einem Untoten herumläuft oder komplett in Knochen eingewickelt ist oder Artefakte einfach in der Straße. Rupert hebt einen Finger hoch, dreht seinen Kopf zu dir, der leicht knackt und sagt, ich bin Schauspieler. Ist alles okay. Der geht durch. Die Leute in der Stadt haben schon krassere Dinge gesehen. Ich werde nachher Detect Magic casten und schauen, wie fest der aufleuchtet wie ein Leuchtballon. Das können ja glücklicherweise die Stadtwachen nicht. Nein, aber ich werde trotzdem einen riesen Bogen um die Uni machen. Hm. Wir können nicht so viel. Das heißt nicht so viele, genug. Ich brauche noch schnell, du bist... Patzer. Ich sag dir Laubbläser. Das ist ein sehr malerischer Name. Wegen dem Wind, das finde ich cool. Das kann ich nicht. Das geht nicht, ich kann das nicht sagen. Vielleicht kannst du es ihm beibringen. Patzer, es ist nur fair, wenn du ihm auch einen eigenen Namen gibst. Ja, latenter Alkoholiker wäre vielleicht der richtige Name. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel. Ich brauche jetzt... Laubbläser. Das ist nicht mal ein Spitzname, er ist ja viel länger. Da, wo ich herkomme, ist das ein Lob. Oh, wie schön. Wir mögen kein Laub in unseren... Da erzählst du mir was. Laub, das verstopft alle Gitter in der Kanalisation. Und du bist... Ich bin Glut. Breit. Das nenn auch, dankeschön. Normalerweise nennen mich die Leute immer klein, aber breit gefällt mir gut. Habe ich vorhin gehört von den... als die Stadtwache vereidigt wurde, dass man sagen soll, bei euch, was jemand ist. Ja, ich meine, ich bin ziemlich breit. Ich flexe ein bisschen meine Muskeln. Da hinten der stolze Feuerwehrmann, den habe ich schon kennengelernt. Und ich schleiche ein wenig so um Rupert herum, bin ein bisschen betroffen. Und du bist Mayo und du bist Dreispringer. Okay. Oh, jetzt haben wir alle Namen bekommen. Thuradir bin ich. Thuradir. Iron Stout habt ihr bestimmt schon getrunken. Ja, ich bin latenter Alkoholiker. Könnt ihr euch einen guten Deal machen. Wir könnten Hilda fragen. Könnt euch so 2-3 Kasten besorgen für zum Preis von einem Kasten. Das sind ja viel mehr Kästen. Ich glaube, du könntest uns das einfach schenken, weil wir dir den Arsch gerettet haben. Aber es ist okay. Okay, wir schicken Bernd. Wenn er zurückkommt mit dem Schädel, schicken wir Bernd. Er soll holen und skitten auf meine Kosten. Ihr hört die, auf die Kosten meiner Familie. Ich will eigentlich ja gar nichts zu tun haben mit dem ganzen Bier. Aber erzähl mal, darüber will ich jetzt... In echt habt ihr Bier im Haus, ich brauche dringend ein... Ihr hört die Tür zur Küche, die aufgeht und Hilda kommt hinein mit einem Tablet, dreht sich gerade so schwungvoll um und lässt dann das ganze Tablet fallen, als sie Thuradir sieht. wieso ist da ein Zwerg? Was ist denn nicht gut mit Zwergen? Sie nimmt das Tablet schnell und geht dann rückwärts wieder in die Küche hinein. Hilda, haben wir Bier? Ja, ich auch kurz nach. Bitte, es ist leer, es ist schon ganz leer. Sie ist wieder in der Küche verschwunden. Der Anblick des Zwerges scheint sie extrem... Irgendetwas hat es in ihr ausgelöst. War nicht der Untote, der Zwerg. Tatsächlich war es der Zwerg und nicht der Untote, so wie es scheint. Ich würde dir gerne helfen und mit dir in die Küche. Du gehst in die Küche, während die anderen noch dort sind und sie sagt zu dir, mein Liebes, wieso habt ihr alle Zwerg mitgebracht? Ich mag keine Zwerge. Die sind so rücksichtslos und sie trinken zu viel und sie halten sich nicht an Abmachungen. Ah ja, möchtest du dir Blumen kaufen gehen für dich? Ich gebe dir 2 Gold. Okay, aber ich nehme den Hinterausgang.
ist okay. Und ich serviere das Bier schon. Sie geht aus dem Hinterausgang raus. Du schaust, ob es Bier hat. Schön, würfel kurz, weil ich hatte ein großes Fest. Es hat noch Bier davon, ja. Es ist leider kein Iron Stout. Ach. Es ist Kieferbier. Ah, ich das ist okay. Bring Bier und Wein und Wasser und was ich sonst gerade noch so okay. Und ein paar Becher. Sagen wir, ihr setzt euch dann in die Lounge hier hinein oder wo wollt ihr? Das klingt doch nett. Ja, da den Tisch dort oben bei der Küche. Wie ist das Wetter? Oder hier? Okay. Ihr seid hier in der Küche. Das Wetter ist sehr sonnig, sehr warm, sehr angenehm. Okay, wir haben einen Wintergarten, nur so. Ich glaube, Soradia, unser Hass gegenüber Laub ist nicht unsere einzige Gemeinsamkeit. Ich hätte nämlich auch eigentlich Mullschaufler werden sollen, aber ich wollte nicht, jetzt bin ich Ritter geworden. Besser. Ja, definitiv. Was wollte deine Familie, dass du wärst? Bierbrauer, oder? Ich hätte das Geschäft meiner Eltern übernehmen sollen und ich habe das eine Weile lang gemacht und dann so bei den Elfen versucht, unser Bier zu verkaufen und die Elfen, Entschuldigung, Elfen haben keine Ahnung von Bier und es ist ganz schwierig, denen beizubringen, dass Iron Stout gut ist und es hat mir einfach keinen Spaß gemacht, nie. Jetzt macht es meine Schwester glücklicherweise. Ach, das ist doch super. Ich finde, man muss das machen, was einem Spaß macht. Und ich glaube, diese Artefakte zu suchen, das ist etwas, was dich wirklich antreibt. Noch eine andere Frage. Bier brauen, ja, das ist ein viel Arbeit mit den Händen, ja. Wir wissen nur von Bier brauen zu Nekromantie. Ich meine, ich sehe den Bogen nicht ganz. Magie ist, was mich interessiert. Ja, mich interessiert Magie auch, aber ich habe bis jetzt noch nie so etwas gemacht. Mich interessiert das nur, dass ganz schön viele nekromantische Zauber da rausgehauen. Das ist die beste Magie. Spannendste Magie. Hast du es gelernt? Komm schon, du musst nicht immer rundherum reden. Wo hast du es gelernt? Ich habe es so aufgeschnappt. Ich gehe so von Markt zu Markt und frage die Leute. Und wenn ich jemanden sehe, der gerade was zaubert, dann Augen verengen. So aufgeschnappt, einfach gesehen und dann ein bisschen... Dann probiere ich es einfach aus und manchmal geht's und manchmal nicht und bin einfach auch sehr, sehr ehrgeizig und mache das sehr oft und mit der Zeit gelingen manchmal Sachen, siehe Rupert. Ich will einen Inside-Check machen, ob er lügt. Okay, würfel einen Inside-Check. Ich habe ein Säckchen Sand und stopfe das so in Rupert unter den Kiefer, dass es ein bisschen den sauber auffängt. Würfel auf Deception, wenn du lügst, oder auf Persuasion, wenn du die Wahrheit sagst. Sag uns aber nicht, was du würfelst. Ich habe 22. 22? Ja, leg mich an. Try it. Linus, ich glaube, du wolltest was sagen. Hat sich geklärt. Okay. Patzo würde übrigens euch gelesen. 20. Sie scheint zu wissen, ob du lügst oder die Wahrheit sprichst. Willst du es ihr sagen? Ich spreche die Wahrheit. Ich habe euch bis jetzt nur die Wahrheit erzählt. Ich habe ein bisschen geflunkert, als ich gesagt habe, dass ich nichts damit zu tun habe mit dem Feuerelementar. Ja, das war bis jetzt die einzige kleine Notlüge. Sonst habe ich alles, was ich sage. Jetzt scheint sehr aufrichtig zu sein. Also von der Farbe ist ein bisschen vom Pink ein bisschen ins Rot übergewandert. Und man sieht ja an, dass sie ein bisschen... Ich lerne immer nette Leute kennen und die helfen mir. Und dann sagen sie mir manchmal, wie etwas geht. Ach, und schön. Dann trinken wir ein Bier zusammen und kommen ins Plaudern. Und mach mein Buch auf. Fang an zu lesen. Aber das ist ein bisschen wie Sven seine Dinge gelernt hat, oder? Du hast doch etwas mal ausprobiert und dann hat es vielleicht mal funktioniert und dann wurdest du immer besser. Ja, Mann, mittlerweile geht es schon viel besser. Ja, es ist schön, wenn das einem so in die Wiege gelegt wird, wenn man das einfach ein bisschen kann. Aber das war so cool mit Rupert. Du musst mir jetzt zeigen, wie das geht. Ich bin eben selber gar nicht so sicher, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich habe das schon ein paar Mal probiert und vielleicht war es einfach der Stress vom Kampf und ich
Ich habe mich da schon schlecht gefühlt, als Rupert am Boden lag. Vielleicht habe ich sowas gefunden in mir, das vorher nicht da war. Danke. Ich würde nichts, dir ist alles gut. Es gibt keinen Grund, dich zu bedanken, Rupert. Und der Schädel kommt, es tut mir leid, dass ich den Schädel kaputt gemacht habe. Ersatz kommt. Horatio will be back. Ich habe heute Nachmittag eine Vorstellung im Theater. Okay. Ja, die schon, Maske ist schon top. Schädel kommt. Lines können wir nachher noch schnell drüber gehen. Das wäre fantastisch. Alles gut. Patzos Feder drückt so hart auf ihrem Bauch ab, dass man es hört. Ich gehe dann irgendwann zu Patzo und schub sie so auf die Schulter. War das Nekromantie? Habe ich das richtig gehört? Hinaus. Ja? Nehme meine Brille ab. Ja. Nehme ich nicht aus. Nein, es war, ich meine, schau dir Rupert an. Hey, Laubbläser, magst du Strudel? Wir haben auch schon Leute wieder gesehen. Nein, danke. Strudel. Nimm den Teller und stell ihn neben hin. Strudel aus Kazan. Der beste Strudel, ja, den es gibt. Hast du denn jetzt die ganze Zeit mitgetragen? Hab immer Notfallstrudel dabei. Du siehst aus, als bräuchtest du ein bisschen Notfallstrudel. Oh, Taschenstrudel. Der Strudel steht da. Sie zieht ihre Brille wieder an und dann schreibt sie weiter sehr hart und wirft ihr ein paar Blicke zu. Und sie versucht, deine Handzeichen aufzuzeichnen, die du gemacht hast, während du gezaubert hast. Ich schaue ihr so auf die Notizen, weil ich selber auch gerne wissen würde, was du gemacht habe. Mach einen History-Check. Okay. Wo ist History? Seine 10. Ja, das. Die Handzeichen sind extrem schwer zu entziffern. Du hast sie nur kurz gesehen und es scheint, als ob er nicht die gleichen anwendet wie die Menschen, sondern zwergische. Okay. Wie gut ist dein Zwergisch? Ich hätte einen Gürtel gehabt, den aber Glut jetzt hat. Mit dem man Zwergisch kann. Aber nein, ich kann kein Zwergisch. Du kannst leider die Handzeichen nicht entschlüsseln. Okay. Aber ich zeichne sie trotzdem auf für mich. Linus beäugt jetzt sehr nah deine Schulterrüstung. Haben die mal. Sind das echte? Hier habe ich. Ich kenne mich also mit Händlern aus, weil ich immer damit Bier gehandelt habe. Ich habe gute Beziehungen zu verschiedenen Leuten und ich habe die mal gesehen auf einem Markt. Ein Kollege, so ein Händlerkollege von mir, hat die besorgt für mich. Ich habe mich gar nie groß um die Herkunft gekümmert. Waren wahrscheinlich mal gejagt, wurden mal gejagt. Du hast das Gefühl, in einem der Augenhöhlen sieht gut aus, oder? Sieht cool aus. Eindrucksvoll, ja. Aus einem der Augenhöhlen scheint dich wie etwas anzustarren. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Kann ich näher reinschauen? Sure. Du hörst eine Stimme, die sagt: Was glotzt du so? Ist das normal, dass mit einem reden? Nein. Normalerweise, mit mir reden sie nicht, vielleicht reden sie nur mit Dreispringern. Vielleicht. Hallo? Hallo? Schulterstimme? Ja, das ist etwas, was du ein paar Mal beobachtet hast, die Knochen um dich rum manchmal. Manchmal beginnen sie zu sprechen, ja. Kann ich deine Lampe haben? Interessant. Oh ja, die Lampe, die wir da gehabt haben, das sieht so, ja, hier. Sie zu identifizieren. Okay. Es vergeht ein Moment und dann hörst du die Stimme von Hohenheimer. Wie ein Geflüstere. Und du hörst. Und dann nichts. Je länger du Identify anhältst, desto mehr hörst du einfach nur dieses Seltsame. Du siehst die Stimme von Hohenheimer, dieses Langgezogene und dann ganz viel Geflüster drumherum. Ich höre auf.
haben ein Problem. Aha. Ich, Kennst du diese Stimme? Haben sie alle gehört? Nein, nur du. Ja. Also die Schulterstimme. Hast du jetzt was gehört? Ja, normalerweise, wenn man identifiziert, dann spricht man eines der Universitäten an. Die haben große Kompendien, mit denen man in Kontakt treten kann. Und normalerweise spricht Hohenheimer, ich spreche das Kompendium in der Hohenheimer Schule an. Heute kam nur... Also die langweilige Art zu lernen. Die viel Ausdauer und Verständnis und Intelligenz braucht, genau die. Nun. Die man dann nicht brauchen kann im Alltag, wenn man versucht, Schauspieler wiederzubeleben. Noch mehr Strudel. Noch ein Tag gleich den Strudel ins Gesicht. Ich nehme einen Strudel. Oh, ja. Um auf meinen Punkt zurückzukommen, der eigentlich wichtig ist. Das ist, glaube ich, noch solide im Moment. In ein paar Wochen. Um auf meinen Punkt zurückzukommen, den ich herausgefunden habe mit meiner langweiligen Studie, ist, dass ich glaube, etwas ist in der Uni nicht okay. Das Kompendium hat nicht geantwortet und ich habe stattdessen viele Stimmen gehört. Es klang eigentlich wie Rupert. Ja, hallo. Unangenehm. Marco und Reus wurde öfters gesehen, das haben wir doch gehört. Ja, und zwar ein Gericht, glaubst, ja. Glaubst du, hat die Hohenheimer Schule kompiert? Vielleicht. Wir sollten auf alle Fälle dort vorbei. Marco und Reus erwähnst. Dem habe ich auch schon mal gehört, der ist gut. Das geht so. Er ist so mächtig, aber er ist nicht so nett. Der ist Ich wollte gerade fragen, ob du den kennst. Nicht persönlich, nee, aber... Würde ich gern mal kennenlernen. Der kann mir sicher Dinge beibringen. Auf eine interessante Art. Ich will dir nur sagen, dass Hakon Reuss einer meiner Professoren war, ja? Oh. Hm. Was wolltest du sagen, Sie Linus? Vielleicht. Nein, Bier? Ja, also. Nein, ich will nichts mehr von dir. Was soll das? Wir wollen. Also, Hör auf, mich zu füttern. Königreich will ihn ja auch finden. Ja, das stimmt, ja. Ich würde übrigens die ganze Zeit Gluts Rücken massieren und entweder sehr amüsiert oder sehr genervt aussehen. Eins von beiden ist genervt. Und dann wieder belustigt. Je nachdem, wer gerade spricht. Schön, schön. Ich bin fasziniert von Rupert. Ich höre nur so teilweise zu und starre einfach ein bisschen an. Machst du es so mit einem Pendelstupse hin? Kann ich die Lampe auch mal haben? Du hast gesagt, da steht was drauf. Hm? Lesen, was steht da? Du erinnerst dich an die Zeichen, die dir deine Schwester Thea beigebracht hat, das Primordial. Der Akzent ist ein bisschen ein anderer, es ist nicht der, den du kennst, aber du kannst ein bisschen entschlüsseln. Es sind Bindeformeln, es sind Bannsprüche. Also da steht da so ein paar chemische Verbindungen, steht etwas von Asche und von Feuer und von Lebensessenz. Ich verstehe nicht genau, was das bedeutet, mein Lesen, Primordial, ich weiß nicht, wie man das in der echten Sprache nennt. Lesen, Primordial? Ja, ich kann das nicht so gut lesen, ich habe nur die Sprache wirklich gelernt. Aber was steht jetzt da? Das sind einfach irgendwelche Bannformeln. Ja, offensichtlich das Feuerding. Ein Käfig? Ja, wie ein Gefängnis. Ja. Sind da noch mehr von denen drin? Oder nur einer? Deckel zu oder hast du den Deckel? Oder? Nein. Der Deckel ist zu? Nein. Hast du den Deckel aufgemacht? Ich hab da gelesen, was ich hab da so gemurmelt, was da drauf stand. Ich dachte. Ich habe einfach so Laute gemacht. Ja. Dachte vielleicht, ich lese gerne noch laut vor mich hin. Ich kann nicht so gut im Kopf lesen. Ich sage Ihnen meistens, was ich lese. Hast du so, wie alt bist du eigentlich?
so um die 40. Hast du so lange überlebt? Wie geht das? Ich bin ein Mann der gesprochenen Sprache. Zwerge werden bis zu 350 Jahre alt. Also 40 ist recht jung, aber du kannst schon, passt schon. Nein, ich bin so in dem Fall 150. So. Wie hast du so lange? Wie hast du so lange? Mehr so ein visueller, akustischer Typ. So. Visuell, akustischer Lehrer, das habe ich. Leuten, höre zu, das kommt mir bekannt vor. Ja, da hatten wir auch einen Freund. Ja, hatten wir auch. Der war auch akustisch. Ja, war sehr akustisch. Ich zeige auf dem Bild auf einen Barden mit einem großen roten Hut, mit einer Feder und einer Leier. Wo hast du diese Sprache gelernt? Ich weiß nicht, was das für eine Sprache ist. Ich habe einfach Laute gemacht. Ich habe gedacht, das klingt etwas so, wie es... Also die Sprache ist nicht von hier. Nicht mal von dieser... Sie ist nicht zwergisch, das habe ich gemerkt. Sie ist auch nicht elvisch, das habe ich lernen müssen. Du weißt eigentlich, du hast auch ebenfalls einen Identifikationszauber versucht zu wirken. Einen etwas anderen, weil Zwerge haben dort ihr eigenes Kompendium. Und... Manchmal gehen deine Zauber ja rogue. Manchmal verlierst du die Kontrolle darüber. Deswegen ist das Ganze passiert. Aber vielleicht kann es ja sein, dass das nur was mit diesem speziellen Gegenstand zu tun hat und nicht mit dem Hohenheimer. Willst du noch den Zauber auf etwas anderes wirken? Irgendeinen normalen Gegenstand? Auf das Zepter? Oder, nein, das wissen wir schon. Kannst du meinen Gürtel zum Beispiel? Ja, nur hören, oder? Was er sagt. Ja, dann auf das Zepter. Wieso? Wenn es korrupiert ist, vielleicht auf etwas, was nicht so was Nettes. Mächtig ist. Weißt du was? Glas. Ich mach's auf Rupert, weil ich wissen will, wie nekromantisch der ist. Guter Punkt. Cast Identify und berühre Rupert auf der Schulter. Okay. Wenn du Identify auf Rupert wirkst, hörst du wieder das seltsame Geflüstere. Ich versuch zu hören, ob ich das Geflüster verstehen kann. Mach mir einen Perception-Check. 7. Einzelne Wörter, du hörst etwas von einem Splitter. Du hörst etwas von einer Ewigkeit. Ewigkeit. Aber schwer, etwas daraus zu... Wir lösen wieder auf genau dasselbe. Sollen wir ihn besuchen? Dann sollten wir vielleicht zuerst zur Königin, also zu Mina Balbala und Erlaubnis holen, oder? Und dann gehen wir. Ja, vielleicht wissen Sie auch schon etwas darüber, vielleicht sind Sie schon informiert. Oder? Ja, Max. Cheer. Liebe Oma, schau, ob es dir gut geht. Cheer. Ja, komm her auf die Kinder herum zu meckern, das ist doch wirklich nicht so weit. Jetzt kannst du Strudel haben, wenn du willst. Ich beginnt loszufliegen. Strudel ist nicht für Vögel, aber der Vogel. Er soll deine zuhören. Okay. Er soll deine Großmutter informieren. Er soll zu ihr hinfliegen und sie einfach schauen, dass sie noch da ist. Okay. Das ist ein spezieller Vogel. Ich rück dir die Lampe wieder. Okay. Ich muss die auch mal noch anschauen. Ich habe schon genug Schaden angerichtet, Rucksack. Wie viel Zeit hast du da eigentlich drin? Was hast du? Vor allem Strudel und dann noch so minimale Ausrüstung oben drin. Nur weil du ein Artefaktersammler bist, hast du ja noch andere Artefakte. Normalerweise bringe ich die dann nach Hause in meine Zwergenhöhle. Wo warst du schon? Willst du mir sagen, da ist ein Raum voll mit Artefakten und da wohnst du? Wohnen ist übertrieben, weil ich ja immer unterwegs bin, um also neue Dinge zu lernen. Das ist mehr so meine klingt gut, doch. Mein Keller, wo ich Sachen lagere. Geht einfach, weißt du, das macht Sinn. Audiovisuell. Nein, das stresst mich jetzt gar nicht. Welches ist denn dein Lieblingsartefakt von allen Artefakten, die du hast? Oh, das ist eine gute Frage. Also so ein Feuerelementar ist noch nie rausgekommen aus einem, von dem her... Ist das spannend? Mehr als einem schon was rausgekommen? Nein. Ich möchte zaubern, aber es gelingt meistens nicht. Das ist alles auch neu für mich, dass da jetzt der Rupert entstanden ist und so ein Feuerelementar musste ich noch nie bekämpfen, deshalb...
war für mich auch das Risiko nicht so groß, als ich da ein bisschen rumgespielt habe. Das ist das Hauptproblem. Ich wusste nicht, dass das passiert. Ja klar, sonst hättest du das ja nicht gemacht. Das ist ja klar. In der Stadt. Linus schaut dich sehr durchdringend an und überlegt, ob er dir glaubt. Ein Inside-Check. Persuasion oder Deception? Wie viel? Null. Oh, sehr gut. Okay. Du hast das Gefühl, dieser Zwerg ist nicht von dem er scheint. Du hast das Gefühl, er ist noch nicht mal wirklich lebendig. Oh Gott. Es geht so langsam an dich näher ran. Deine Haut ist ein bisschen grau. Und fest dir dann sofern du ihn nicht daran hinderst, so ins Gesicht. Okay. Es freut mich auch, dich kennenzulernen. Ist das Dreispringer-Mode? Macht man das so bei euch? Komm her! Ich umarme dich. Das ist dein Rückenknopf. So hart ich kann. Okay. Gleich. Kannst du loslassen. Als du wieder loslässt, kommt Rupert rübergeschlürft, tippt dir auf die Schulter und hält dir ein paar Blätter hin und sagt: Können wir jetzt die Texte üben? Okay, sure. Ich hab's dir versprochen. Machen wir. Du sprichst die Madonna und ich spreche Philenius. Was glaubt ihr, wie lange hält das eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht so viel zu lange. Oh, Madonna, ich... Ich bin ein ehrwürdiger Diener. Kriech, du Wurm. Wenn Madonna es wünscht, werde ich auch kriechen. Und er geht auf den Boden, sehr langsam und sehr schleppend. Steht das? Fuß. Drücke ihm den Fuß auf die Schulter. Drückt mir bitte. Eure Berührung ist für mich das Schönste, auch in Demut. Weißt du, ich habe angefangen, Charlie Theater zu vermissen, aber jetzt gerade ist es wieder okay. Denkst du, er versteht dich gut, wie du warst? Oh, wer? Er? Nein. Rupert. Oh, das ist... Er ist was überhaupt. Dass sie noch nie kennen, ich muss ihn dir unbedingt mal noch vorstellen. Lass uns noch da hingehen, bevor wir in die Bibliothek... Was ist der verrückte Autor? Er ist einfach ein bisschen emotional. Viele Augen. Ja. Und er ist entweder sehr wütend oder ein sehr fröhlich oder sehr traurig oder... Das sind so die drei, an die ich mich erinnern kann. Ich werde demnächst eine Skala machen, auf der ich aufschreiben kann, wie stressig ich eine Situation finde, damit ich das visuell und audiovisuell darstellen kann. Oh ja, das wäre doch was für euch Autodidakten. Es gibt so eine Skala, ja, die da fängt, da trägst du am Morgen, trägst du dein Stresslevel ein und dann den ganzen Tag, bei jeder Stunde machst du auch ein Kreuzchen. Und dann kannst du schauen, wann du gestresst warst, dann kannst du reflektieren. Ich nehme mein Buch auf, schreib Stress oben hin und mach ein großes Kreuz und die ganze Zeit. Nein, du musst schon in 10er schreien. Es ist okay. Das Reflektieren fehlt noch. Das machst du jetzt einfach alle 10 Minuten. Aber ich finde Lias Idee gar nicht schlecht, weil ich glaube, Vaas mag es nicht, wenn Leute so nervös sind oder ihn erschrecken. Und er ist ja sehr ruhig, aber hat trotzdem viele Talente, so wie es scheint. Spannender Gesprächspartner. Und es gibt die Freundin von, wie heißt sie schon wieder, Anastasia? Das weiß ich leider nicht mehr. Ja, da gibt es viele Skelette. Das bestimmt. Bilder. Ihr habt vorhin von dem Reus, wie hieß der nochmal? Hakon Reus gesprochen. So, der interessiert mich. Ja, uns auch. Ja. Ich glaube aus anderen Gründen, aber uns auch. Ich möchte jetzt nur fragen, du bist ja wegen Artefakten und Hakon Reus interessiert dich. Der weiß, wie man Nekromantie macht. Ist das macht? Jemand, den du einfach fragen würdest, wie man ein bisschen Nekromantie macht, ja? Meine gute alte Strudel- und Biertaktik. Bei Nekromanten. Bist du regelmäßig, wenn du einfach ein bisschen mit Leuten redest, redest du primär mit Nekromanten, die du kennst? Ich rede mit den meisten. Ich schaue mir an, was die so tun. Wenn die was tun, das ein bisschen nach
Nekromantie riecht, dann... Dann bist du dabei, eins, ja? Dann versuche ich, eins trinken zu gehen mit denen, mal schauen, ob sie was erzählen können aus ihrem Alltag. Ich glaube, Hakon Reus ist nicht so der Trinker. Mag der Bier nicht. Ich glaube, der mag generell Leute nicht. Ich habe einfach nicht von dem Namen gehört. Dass ja, von wem hast du gehört? Ja, er ist ja nicht, er ist mehr verschollen momentan. Ja, aber woher hast du das ganze Königreich sucht ihn. Ich glaube nicht. Ich versuche ja von den Besten zu lernen. Vielleicht kannst du mir auch etwas beibringen. Du scheinst belesen zu sein. Ja, ich bin sehr belesen. Und wenn ich dann so mit den Leuten spreche, die Nekromantie können, dann fällt der Name Reus früher oder später. Ja. Er war ja ein Lehrer. Er war ja schon ein bisschen berühmt, oder? Eine Familie halt, die das doch betreibt. Ihr wisst nicht, wo der ist. Nein, leider nicht. Oh. Der hat ein paar Dinge angestellt. Das ist enttäuschend. Ja, das ist so. Ich noch mache Dinge, die dich hier enttäuschen werden. Aber ihr habt ja da so ein Bild, wo ihr so heldenhaft drauf seid von der Königin. Könnt ihr vielleicht rausfinden, wo der ist? Wir sind daran, ihn zu finden, wahrscheinlich. Ich habe die Vermutung, es hat etwas mit der Universität zu tun, weil das hat sehr seltsam geklingt. Geklonkt. Und das andere ist, du weißt schon, dass Hakon Reus aktuell ein gesuchter Krimineller ist. Verdient ihr nicht Geld damit, Kriminellen das Handwerk zu legen? Nicht wirklich. Leider zu wenig. Ich habe aktuell gar kein Geld. Wie wäre es denn, wenn ich meinem Papa anfrage, ob der ein bisschen was auf der hohen Kante hat? Ich denke, ich könnte die Expedition finanzieren. Ist dein Papa ein Lebender? Ja, nur zusehe. Sagt mir, hängt mir immer in den Ohren und will, dass ich noch mehr Bier verkaufe. Sei froh, vielleicht vermisst es irgendwann. Ja, man hat die Familie, die man hat. Ja. Aber eben. Geld sollte nicht das Problem sein. Ich überrede den, euch eine schöne Belohnung auszusprechen. Wollen wir mal in diese Universität vorbeigehen? Ich glaube, ja. Und mal schauen, was da so geht. Wollen wir zuerst eine kurze, kleine Pause machen? Wollte ich auch gerade fragen. Ja, ich habe ein bisschen... Es ist Mittagszeit, ihr könnt Mittagessen, wenn ihr wollt. Haben wir eine kurze Rast? Absolut, habt ihr eine kurze Rast? Muss nicht heute sein, wir können morgen gehen. Ich hab's nicht eilig, wir können noch ein bisschen wirklich unbedingt Rupert irgendwo aufbewahren. Wir können ihn ja hier lassen fürs Essen. Wir haben freie Zimmer. Aber musst du jetzt Theater spielen gehen? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist im Moment. Scheint so gut vorbereitet. Ich hätte noch ein bisschen die Brandflecken in meinem Mantel mit Mending geflickt. Ja, in meinem schön. Mantel der Achniden. Ah, schon wieder eine kaputte Robe. Hey, ich repariere schon gar nicht mehr. Ist mir zu blöd. Geh die Kotze jetzt schnell aus meinem Rock rauswaschen. Bis dann könnten wir vielleicht entscheiden, was wir mit Rupa machen. Falls irgendjemand einen Trank kennt, der Narben heilt, ich wäre inzwischen... ich würde den nehmen, ja? Du, Glut, du kennst ja Bernd, oder? Da den Typen, Bernd, den ich vorhin weggeschickt habe, hat der immer so lange, wenn ihr ihm Dinge auftragt? Wo ist da dieser Schädel? Ja, er gibt sich schon sehr große Mühe, aber ich glaube, ihm wurde schon ein paar Mal auf den Kopf gehauen, deswegen ist er... Unter anderem von euch. Ja, aber... Ja, und der Alkohol hat wahrscheinlich auch nicht geholfen. Ja. Vielleicht könnten wir was mit dem Schädel machen und Rupert so ein bisschen beschäftigen mit dem Schädel. Oh. Ja, ist eine schöne Idee. Oder wir können Rupert einfach mitnehmen. Der sieht mir zu zerbrechlich aus. Also wenn du willst, kann ich dir auch was schnitzen. Da ist eine Schreinerei hinten. Aber ein Schädel, das dauert schon. Würde nicht vielleicht ein soeben gerade von den Toten auferweckter Schauspieler mit Schädel in der Hand eine gewisse Attraktion ausüben auf einen Nekromanten wie Reus? Vielleicht wäre das so eine Möglichkeit, den... Ein Köder? Statt den einfach wegzusperren, wenn wir mal schon einen haben. Ich meine, es hat noch nie funktioniert. Jetzt habe ich mal endlich einen, der mitkommt. Wir schicken ihn vor und schreien, komm, Nekromantik. Ich muss ehrlich sagen, mir würde auch nichts besser sein, um Hakon Reus rauszulocken.
Oh, oder Rupert könnte so tun, als ob er jetzt dann diesen Schädel gerade wiederbelebt und dann... Hammer auf den Kopf, wir von euch hat den Hammer erledigt. Weißt du was? Guter Plan, ich finde das eigentlich wirklich eine gute Idee. Wir könnten ihn einfach aufs... Wir könnten zum Theaterstück gehen. Da hat es diesen gigantischen... Bestimmt nicht untoten Schauspieler auf der Bühne. Spricht sich rum. Die anderen Menschen sind aus der Stadt. All diese sehr, sehr zerbrechlichen Menschen. Ja, aber vielleicht, wenn wir, ich glaube nicht, dass Hakon Reuss dann auf die Bühne klettert, nachdem er sich wochenlang versteckt hat und dann drauf zahlt. Aber Charlie kann sich auch unsichtbar machen. So schwierig kann das nicht sein. Ja, aber vielleicht... Ist die Bühne aus Holz? Nur so, weil alles gebrannt hat vorher. Schon, das ist Mittelalter. So. Ja, Holzbühne. Wir könnten, ich meine... Der Universität sehe ich einfach, da sind mehr kompetente Leute, die sich mit einem Nekromanten auseinandersetzen. Dann machen wir doch einfach beides gleichzeitig. Wir nehmen ihn mit und vielleicht ist dann Köder und unterwegs und wir gehen zum Hohenheimer. Ja. Um zu schauen, was da überhaupt los ist. Unheimer ist übrigens das Kompendium. Ich habe die Vermutung, dass das auch ein Untoter ist, den sie irgendwie verzaubert haben. Weil Hohenheimer lebt schon ewig nicht mehr. Aber da hat es einen Sarg in der Mitte des Raums. Ja, ja, und so ein Flammding kommt raus, wenn man zu viele Fragen stellt. Deswegen wollte ich fragen, wollen wir zuerst die Erlaubnis einholen? Mina Valbana. Weil ja, Königin Mina Valbana, wer auch immer. Einfach nicht, dass das wieder passiert. Bei der gültigen Kuh. Bin ich eigentlich immer noch, bin ich noch ausgeschlossen aus der Universität? Sie sind das noch am Regeln mit der Allianz, deswegen. Auch nicht immer nach den Regeln, ne? Ich lese Bücher, aber ich beachte nicht Regeln manchmal, wenn sie dumm sind. Wohin habt ihr schon wieder die Haushälterin geschickt? Ich habe gesagt, sie soll für sich selber Blumen kaufen. Ah, Blumen kaufen. Oh. Soll sich einen schönen Nachmittag machen. Schau, Hilda ist einfach zu alt, um sich auf zu viele neue Sachen gleichzeitig einzulassen. Ich glaube, sie hat sich den Rest des Tages freigenommen. Ich meine, ich habe ihr 2 Gold gegeben. Weißt du, wie viele Blumen sie sich da kaufen kann? Sie kommt nicht so schnell zurück. Nein, aber Max kommt irgendwann zurück und sagt zu dir, chirp, 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 chirp. Was? Chirp. Wie, du hast sie nicht gefunden? Chirp. Ja, aber das ist, hast du überall geschaut? Chirp. Auch im Park? Chirp. Beim Markt? Chirp. Was? Nein, nicht im Markt. Du weißt, dass die ganze Zeit im Markt rumhängt, wenn sie nicht arbeiten muss. Chirp, chirp. Warst du bei der Uni vorbei? Chirp. Ach, Max, was ist denn das für ein Umflug? Egal, hier. Hier fliegt besser. Die Taube schaut neidisch ebenfalls ja, darauf. Ja, die Taube kriegt auch. Ja, ich hab einen roten Vogel und eine Taube auf meinem Kopf. Naja, wenn wir sowieso zur Königin gehen, da kann Mina Valbala ja auch gleich eine Nachricht schicken, oder? Ja. Ich könnte eine Nachricht schicken. Ja. Ich glaube, die Sache ist ein bisschen dringlicher, wenn meine Oma nicht auffindbar ist. Ja, vielleicht ist sie einfach in der Schule. Kann auch sein. Aber das gefällt mir auch nicht. Wollen wir? Können wir nicht eine Wache schicken? Unser Laden ja, klar. Ich, ha. Ja. Ja. Ich wäre jetzt auch einfach direkt in die Uni, aber wir glaube, ja. Ich glaube auch. Ich sage euch, das ist eine schlechte Idee. Wieso? Naja, wegen dem letzten Mal. Ja, gut, ach, dann gehen wir halt. Dabei, gehen wir halt. Du warst nicht mehr dabei. Ja, aber ja, ich hab's gehört. Gut, dann gehen wir eine Bewilligung holen, um in die Schule zu gehen. Es schadet sicher nichts zu fragen. Vielleicht haben Sie auch Informationen, sie wissen schon, was da passiert ist. Gut. Okay, wir gehen und wir haben aber eine kurze Rast gemacht. Yep. Ja. Ist Feuerwehrmann immer so auf Regeln und Bewilligungen und so? Ist der Beamte der Gruppe? Ich glaube, das Problem ist, dass wir das letzte Mal eingebrochen sind ohne Bewilligung, nachdem wir es... Okay. Wir haben eigentlich nach einer Bewilligung gefragt, damit auch wirklich jeder wusste, dass wir an diesem Abend einbrechen. Ja. Dann sind wir eingebrochen. Ja.
und jeder wusste, dass wir da sind, das heißt, wir haben ein paar Schüler verprügelt, sind dann in die Bibliothek eingebrochen und haben dort einen gehörnten Terror freigelassen. Ich glaube, seitdem ist er ein bisschen... Ich bin ein bisschen nervös, was ich welche Truppe ich da mitnehme und finanziere. Achso, da fällt mir ein. Hast du noch Vincents Ausweis oder haben wir den zurückgegeben? Da wurde mir abgenommen beim Gericht. Ah. Gut, sehr gut. Ja, wir waren auch mal im Gefängnis. Ich nicht. Okay. Ja. Ach, das war nur kurz. Man gewöhnt sich ja dran. Aber jetzt bauen sie Statuen von uns. Up and down. Genau, das ist ein Auf und Ab. Man weiß nie, was der Tag so bringt. Machen die das jetzt wirklich mit den Statuen? Ja, doch, machen sie. Hab ich so gehört. Keine Ahnung. Ist auch nicht so toll, muss ich ehrlich sein. Ich glaube, da könnte man die Ressourcen besser investieren. Ja, ich hab gemerkt, wie wir uns alle dagegen gewehrt haben. Außer Charlie. Und Glut. Und ja, wieso denn nicht? Mein Entscheidungsprozess ist immer, was würde meine Schwester tun und sie würde jetzt euch nicht anstellen. Das heißt, let's go. Ich habe langsam ein bisschen Bedenken wegen diesen Leuten. Ist okay, Rupert, ist okay. Du kriegst deinen Schädel und dann... Okay. Wir gehen... Wir schauen, dass wir dir eine große Bühne hinstellen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie du das hingekriegt hast. Habt ihr euch eigentlich vorher schon gekannt? Nein, wir sind... Das ist eine Zufallsbegegnung. Wie heißt du eigentlich, Meister? Thuradir. Thuradir. Was? Jetzt nur spannend, dass wir gut, Meister gut, nennen. Let's go. Hab ich Meister gesagt? Das habe ich nicht gesagt. Wieso habe ich das gesagt? Meister ist mir auch etwas unangenehm. Sag einfach Thuradir, das ist in Ordnung. Ist oder okay. Latente Alkoholiker. Nein, ich weiß nicht, wie ich das gesagt habe. Natürlich, Thuradir, Meister. Okay. Ja, stimmt, wir benutzen alle Codewörter füreinander. Vielleicht latente Alkoholiker wäre etwas. Du kannst Eiszapfen oder sein. Artefakte-Toucher ist auch ein guter Name. Das latent beleidigt mich. Latenter Artefakte-Toucher, Meister. Langsam werden die Spitznamen etwas kompliziert. Ach, das ist schon bei Laubgebläser, okay. Gut. Let's go. Ihr macht euch auf den Weg durch die Stadt. Ich kann vorbei an Leuten, die allen ihren alltäglichen Geschäften nachgehen. Ihr seht, an einer Ecke genau um das Haus herum ist Bernd am Schnitzen. Oh. Und es hat schon mehrere kaputte. Oh. Ich habe gewürfelt, dafür hat eine 3 gewürfelt. Oh nein. Er versucht verzweifelt einen Totenkopf zu schnitzen. Und als er sieht, macht er ein Oh, hey, bin noch dran, bin noch dran. Ich schwöre, ich mach das schon. Ich gebe ihm 2 Gold und sage ihm, er soll sich einnehmen. Was ist los mit dir? Warum gibst du allen Geld? Ivo, nein, ich brauche kein Gold. Aber das ist dein Anteil, weil du mal für mich Mayonnaise ausgeliefert hast. Weißt du, dass er uns verpflichtet hat? Wir haben nachverpflichtet. Ich mache das voll gern, wirklich. So kriege ich nicht 2 Gold. Wenn du möchtest, kannst du dir Bier aus der Küche holen. Jetzt sollst du mehr Mayonnaise verkaufen. Rein, Tag. Bier aus der Küche? Ja, wenn du vielleicht kein Bier. Hey. Vielleicht Traubensaft. Oder nimm dir aus der Küche, was du möchtest. Nein, ist schon okay. Ich meine, es geht. Okay. Ich finde, wir sollten ihn aufnehmen. Wir haben so im Buchclub haben wir so ein geht er ins Haus? Level-System. Nein, er schnitzt weiter. Vielleicht könnte... Ja. War nicht Feuerwehrmann Sven, du hast gesagt, du kannst schnitzen. Wollen wir einfach den angefangenen Schädel mitnehmen, du schnitzt den zu Ende unterwegs. Wie, sehe ich da noch so einen Nein, ich mach das schon. Ja. Ich habe gesagt, ich mach den Schädel. Ich habe gesagt, ich will Teil von euch sein. Also wir sind unterwegs zur Uni. Komm und bring ihn, wenn du fertig bist. Jetzt ist mir was runtergefallen. Okay. Ich mach den Schädel fertig und dann bring ich, ja. Okay. Rupert, keine Angst, Rupert. Der Schädel kommt, Wird einfach ein noch besserer Schädel. Noch etwas Geduld, Schädel kommt. Dann ist gut. Gib dir Mühe. Was ist mit dem los? Sorry. So, ich bin noch ein bisschen alter Bernd, der manchmal durchdringt. Ihr geht dann weiter. Ihr kommt zum Stadttor in den königlichen Ring. Das sieht aus.
Sie nicken euch zu. Ich nehme an, der gehört zu euch. Ja, der andere. Ja, beide. Sind das Totenköpfe auf den Schultern? Ja, sehr stylisch. Nur von Tieren. Tieren. Und die Gürtelschnalle ist auch ein. Das Iron Stout Logo. Kennst du Iron Stout, oder? Das ist ein richtig gutes Bier, Iron Stout. Ja, Mann. Iron Stout ist großartig. Ja, das ist meine Familie. Wirklich? Ja, rück da. Eine Flasche für dich. Oh. Er macht sie auf und sein Gegenüber sagt, Alter, doch nicht im Dienst. Komm, hier. Anstoßen. Iron Stout, ey. Stoßt dich dir an, trinkt es. Ah, oh, köstlich. Ah, ja. Yeah. Gibt's dann dem anderen rüber. Aber gib mir auch ein bisschen. Trinken dort. Lass mich durch. Wir sind noch nie so einfach durch die Stadtwache durch. Beschäftigt. Alkohol. Ja, wenn wir das gewusst hätten, dann können wir einfach immer ein bisschen Bier mitschleppen. Nur noch eine Flasche braucht es. Ihr geht zum Schloss oder ihr geht zur Uni? Okay. Zum Schloss? Ja, wir gehen jetzt zum Schloss. Sven möchte zum Schloss. Wir folgen Sven. Ihr geht zum Schloss. Die Wache am Eingang tritt nach vorne und sagt, und das Rudel, was gibt es? Wir möchten gern mit Mina Valbala sprechen. Königin. Und der Königin. Vielleicht. Besonders mit der Königin. Sein. Die Königin, die Hofzauberin und der königliche Berater sind alle gegenwärtig in der Uni. Gut, da hat sich ja das gerade erledigt. Gut, dann wollen wir sowieso auch hin. Sollen wir ihnen was ausrichten? Wir sind sowieso gerade auf dem Weg. Wie weit ist es von da bis zu der Uni? Ist nicht weit. Ist im gleichen Ring. Ah, gut. Ich dachte, wir eine Kutsche bekommen, aber das lohnt sich nicht. Sicher, das hätte ich eine Kutsche? Nein, aber du könntest vielleicht eine besorgen. Egal, wir gehen jetzt. Schönen Tag. Wir sind nicht eure Bediensteten, ehrenwerte Helden. Siehst du, dachte ich mir. Oh, wow. Ihr macht einen Bogen, geht dann den Hügel hoch zur Uni. Das ist da, die würden verlieren. Beim Eingang sind auch wieder Soldaten, die das Ganze abgesperrt haben, den Perimeter so ein bisschen. Einer davon erkennt euch aber sofort und sagt: Das Siegel. Oh ja, ja. Sendet jemanden kurz, wir einen Moment. Was ist passiert? Ich habe nicht die Erlaubnis, darüber zu sprechen. Ja, also, okay. Und ihr wartet schweigend einen Moment. Ich schaue ein bisschen. Die andere rennt den Hügel hoch. Es geht etwa eine halbe Stunde. Wir müssen zuschauen, wer den Hügel hoch rennt. Irgendwann stupst dich Turadir ein bisschen an. Sag mal, Musik hörst du? Musik höre ich. Also. Ja. Er hat einen Plattenspieler in seiner Höhle. Ja, Death Metal. Also es muss schon ein bisschen, es muss abgehen. Ich hab's gerne, wenn so Wiederhörner so zum Beispiel und dann ich blas mega fest in meine Flöte rein. So! Sehr hoher Flötenton. Flöten. Ich würde gerne Primal Awareness. Die Reichweite ist sehr groß. Weil ich nicht den Alphas habe, Wald, um die Schule dann ich meine, sechs Meilen. Die Schule scheint definitiv irgendetwas darin, es scheint nekrotische Energie auszustrahlen. Dann haben wir natürlich Rupert. Wie fest leuchtet der? Und auch ein bisschen Turadir. Okay, und sonst nichts? Sonst nichts. Ja, ist okay. Auch nicht. Hallo? Ich bin doch nicht untot. Leider. Noch nicht. Ja, also so viel spüre ich jetzt da nicht. Trumpet ist definitiv untot. Was bin ich? Nein, oh, nichts. Nicht. Du bist ein unglaublich guter Schauspieler. Hast du gesagt, untalentiert? Nein, unglaublich gut. Du hast Lowest Rage gemacht. Ja, genau. Deception. Ja, in der Deception. Das wird jetzt sehr nötig. Deception. 13? Das scheint dir zu glauben. Ich habe nichts mehr, fast nichts mehr. Die Wache kommt zurück und Herr Frank,
Dankeschön. Danke. Ich fahre sehr schnell zur Seite und sage, was ich gespielt habe, genau. Hm. Ist zu viel, da ist aber das. Ja, beeilen wir uns besser. Ja, ich glaube auch. Mir kommt gleich darauf oben bei der Schule an. Ihr seht. Die Königin und auch die ganzen Zauberer haben sich dort versammelt. Alle scheinen miteinander zu diskutieren. Der Ordnungsmagier ist ebenfalls dort. Oh nein. Alexander von Borns. Und er schaut auf euch und sagt, diese Leute sind hier nicht willkommen. Der Asadao hat was dagegen. Ich weiß, was sie getan haben, aber wir wissen ganz genau, was sie getan haben sogar. Viel okay, Gutes und hören eigentlich Sie Schlechtes. Zu. Ich habe wahrscheinlich ist Ihnen das auch schon aufgefallen, dass der Identifikationszauber seltsame Geräusche von sich gibt und etwas ist mit dem Kompendium nicht okay. Das Kompendium wird gegenwärtig repariert. Ja, Sie, keine Sorge, wir lösen das Ganze. Die Königin sagt, von Wurst, bitte. Sie sind in meinem Auftrag hier, ich habe Sie eingeladen. Lasst Sie durch. Alexander von Wurst dreht sich sehr erbost um und sagt, oh, der Asadao hat ein sehr großes Problem damit, eure Hoheit. Ein sehr großes Problem. Wir hören noch, wir werden darüber noch reden. Ja, ja. Von Worms, wenn er sich umdreht, ich habe ein shit-eating grin in my face. Das ist einfach so sehr, sehr selbstzufrieden, ihn anzusehen. Das ist schon ein bisschen das Gesichtsausdruck von zwei Mittelfingern in seinem. Keine Angst, ja. Herr von Wurst. Wir... Der Direktor von Borns, der ebenfalls dort ist im Rollstuhl, der Vater von Alexander, sagt, der Name ist von Borns und Alexander, sei bitte ruhig hier. Und Alexander sagt, komm nicht mit Alexander. Ist meine Oma da? Deine Oma ist ebenfalls dort. Okay. Patschen, was machst du hier? Mein Job. Nein, das ist mein Job. Job. Hast du Familie? Du hast auf die Bücher nicht dabei. Verdammt nochmal! Auf alle Fälle! Was können wir tun? Können wir irgendwie helfen, Königin? Ja, ich hoffe es doch sehr. Mina, könntest du bitte das erklären? Und Wabala sagt, natürlich. Der Hohenheimer Identifikationszauber wurde korrumpiert. Wie es scheint, wurde ein Buch entwendet und irgendein Zauber lastet auf dem Kompendium. Es scheint nicht mehr zu funktionieren. Welches Buch? Es ist das Al-Hazred. Was sagt mir das hier? Würfel auf Geschichte mit Vorteil, weil es eines der bekanntesten Bücher ist. Eine 10. Du hast im Nekromantieunterricht nicht gut genug aufgepasst. Ja, komm rein, ein bisschen mehr. Ja, aber du kennst das natürlich das Al-Hazred. Weil Nekromantie und weil es das eines der bekanntesten Nekromantiebücher der Welt ist. Turadir. Soll ich in Int oder History? Ja, du weißt, du kennst es. Ich kenne es. Ja, ja. Das Al-Hazred ist sehr bekannt. Es gibt nur 3 Exemplare davon. Ah. Und das Problem beim Al-Hazred ist, dass es anscheinend, wenn man nicht genug Willenskraft hat, macht es einen wahnsinnig, wenn man es liest. Das erzähle ich dir. Ja, ich weiß. Ich kenne ein Buch, das du nicht kennst. Nein, ich kenne es. Es heißt Al-Hazred. Es tut mir leid, ich kenne es. Nur 3 davon. Ich kenne es sehr gut. Sehr weißt gut. Du erinnerst mich ein bisschen an Charlie. Bist du doch nicht wütend vor so einer wichtigen Aufgabe? Ich bin nicht wütend. Du wirst manchmal wütend. Erinnerst du dich, Kreuzchen? Hast du das Kreuzchen gemacht? Darf ich fragen, wer das ist? Zara Freund. Duradir Ironstout. Von der Familie Ironstout. Derjenigen. Ja. Auch schon getrunken? Gut, oder? Gutes Bier. Ich bin mehr der Weinliebhaber. Oh, das ist schade. Was sind das für Knochen auf eurer Rüstung? So wieder Knochen. Und was ist, sehen gut aus, was oder? Ist sehen er gut für aus. Einer? Und er zeigt auf, sie zeigt auf Rupert. Das Schauspieler. Können wir das vielleicht bitte später? Das ist der berühmte Schauspieler Rupert, der bald auftritt. Ist er untot? Das kann nennt man sagen, dass der untot ist? Methodenschauspielerei, er bleibt in seiner Rolle. Hm.
Er ist ein begnadeter Künstler. Schaballer, richtig. Ja. Sie wissen doch, wie wir regelmäßig mit seltsamen... Regeln brechen, ja. Regelmäßig mit seltsamen Dingen zu tun haben. Und in dringlichen Fällen hat es sich bisher bewährt, dass wir danach darüber reden, weil sich vieles dann einfach klärt. Das stimmt. Rupert hat das Gefühl, er müsse eine Erklärung abliefern. Nein. Und er beginnt zu reden und er sagt, lasst mich vorstellen. Ich bin Rupert Vaughan, Schauspieler. Ich spiele auf dem großen Platz, im dicken Ring, im dehnenden Ring, beim Theaterstück der Baronin mit. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenzulernen. Na, Herr Baller, ich weiß, Sie müssen immer sehr viel Vertrauen in uns legen und ich frage schon wieder sehr nach sehr viel Vertrauen, dass Sie einfach das ignorieren und danach fragen, nachdem wir die Aufgabe gelöst haben. Vielleicht Persuasion mit Nachteil. Solchen Strudel anbieten. Wenn ich hinterher stehe und nicke. Hilfsstrudel oder ist Strudel keine Essen gute hilft Idee? Immer in meiner Meinung nach. Oh. 2 ist 19. Mit Strudel. Ja, der Strudel hilft definitiv hier. Sie ist ein Strudel, schweigend. Auch die Königin und der Berater Fetch haben alle diese ganz weit aufgerissenen Augen, ebenfalls von Vaughns. Du hast sie noch nie so überrascht gesehen. Alexander scheint es nicht zu bemerken, der hat sich ein bisschen abverzogen. Oh, ist so in einer Ecke, so ein bisschen wütend, in seinem Buch am Kritzeln. Die anderen Zauberer haben es anscheinend auch noch nicht gemerkt. Aber die es gemerkt haben, haben alle diese weit aufgerissenen Augen. Und die Königin lehnt sich nach vorne und sagt, könnt ihr den hier rausschaffen? Jawohl. Es ist nicht die Zeit für solche. Ich nehme ihn so langsam zurück. Komm, Rupert, wir gehen ins Theater. Meine Majestät, das war mir eine Ehre. Rupert, ich schenke euch Karten für den Eintritt. Komm. Ziehst du ein bisschen mit. Es tut mir sehr leid. Er ist sehr nett, muss man ihm schon lassen, ha? Meister, ich komme wieder. Sehr nett. Ja, Rupert, ja. Ein bisschen raus. Dürfte ich noch immer in der Rolle bleiben. Ja, dürfte ich noch fragen für die Unbelesenen hier, was dieses eine Buch, das gestohlen wurde, was könnte damit angerichtet werden? Das Al-Hazred ist wohl das bekannteste. Um zurück zum Thema wieder zu kommen. Ja, gute Idee. Das Al-Hazred ist das wohl bekannteste Buch über Nekromantie, das existiert. Es wird umgangssprachlich auch als das Necronomicon bezeichnet. Ich meine, wir beide wollen. Die Forschung am Al-Hazred ist strengstens verboten. Nicht mal Hakon Reuss hatte die Erlaubnis dafür. Wir wollen es noch ein bisschen mehr. Es korrumpiert den Leser. Nein. Und es steckt voller düsterer, schrecklicher Geheimnisse über Dinge, über die man nicht Bescheid wissen möchte. Wir sprechen nicht von schrecklich, wir sprechen von aufregend. Nein, es zerstört den Verstand. Okay. Das Al-Hazred darf nicht. Wer hat es denn geschrieben, wenn es so schlimm ist, das zu lesen? Das weiß man nicht. Es hat auch noch nie jemand zu Ende gelesen. Normalerweise werden die Leute früher oder später wahnsinnig. Ja, vielleicht löst sich ja das Problem dann von selbst. Und was ist jetzt mit der Schule? Wieso sind alle draußen? Die Schule ist für das Erste abgesperrt, bis wir das Problem behoben haben. Wir arbeiten daran gerade. In diesem Moment sind ein paar der Lehrer sich das Ganze mal anschauen. Können wir uns das auch anschauen? Sie schaut die Königin an, die Königin macht ein. Wisst ihr, was das... Tut mir leid. Ich denke, ihr könnt einen Blick darauf werfen, ja. Wisst ihr, was das Kernproblem ist? Habt ihr schon eine Vermutung? Irgendwie eine Wurzel? Ich denke, am besten wir werfen einen Blick darauf. Okay. Ja, dann lasst uns mal das anschauen. Was mache ich mit Rupert? Ich nehme ihn mit. Einfach die Spaß bekommen. Am liebsten wäre es mir, wenn vielleicht nicht alle mitkommen, dass vielleicht gerade jemand diesen beobachtet und entschuldigt bitte, aber als
Nicht-Einheimischer von einer fremden Regierung ist auch euch der Zutritt nicht gewährt. Wir haben... Ja, könnte es ja nützlich sein. Nützlich. Aber okay, Rupert und ich, wir machen noch ein paar Lines. Üben noch ein bisschen weiter mit unserer Geschichte. Ruperts Augen strahlen und ein seltsames, sehr unheimliches Lächeln auf seinem Gesicht, während er das Skript nach vorne nimmt. Du bist meiner nicht würdig, Rupert. Er steigt gleich wieder ins Spiel ein. Ja, ich, Philandius, bin nicht würdig. Philandius. Ich bin Lieblingszombie. Sonst alle fünf von euch gehen? Oder bleibt jemand noch bei? Ich meine, ich bleib sonst auch draußen. Ich denke, du solltest mitkommen, weil du dich mit Magie auskennst. Ja. Keine Ahnung. Wenn was riecht, ja, noch auch Nekromantie. Auch nur ein bisschen. Riecht denn Nekromantie? Sulfur? Tod. Einfach nach Tod. Wenn was riecht, dann auch. Das ist wie mit... Einfach rufen, bin sofort da. Das ist wie mit Beschwörungsmagie, die riecht immer ein bisschen nach Schwefel. Ja. Hat so den Geruch. Einfach rufen. Hast du etwas, damit ich dich kontaktieren kann? Also, du schick einen deiner Vögel. Mina Vavala geht zu den Wachen und Lia, mit deiner passiven Wahrnehmung hörst du, wie sie zur Wache sagt, sie sollen ihn im Auge behalten. Weißt du? Also Turdir. Ja, Turdir und sein Begleiter Rupert. Weißt du was? Ich bin so unentspannt. Ich gebe dir meinen Vogel. Max bleibt bei dir. Okay. Chirp. Und wenn er verschwindet, dann weißt du, dass etwas nicht mehr gut ist. Okay, das Zeichen. Okay. Chirp. Komm schon, Max, jetzt hör auf, immer so rumzujammern. Chirp. Seit wann bist du so quengelig? Normalerweise machst du das gerne. Chirp. Max? Max, schau mal. Strudel, Max. Tu mein Horn so runter, damit er von meinem Horn auf die Hand hüpfen kann. Er springt auf den Strudel. Nimmt so ein Strudel, tut es da in die Augen, der wieder schön. Ja, das fühlt sich wahrscheinlich zu wohl da drin. Max beginnt da drin zu essen und ihr hört wieder eine Stimme, die sagt, das kitzelt. Schön. Während du mit Rupert dort oben bleibst, Rupert und Max. Ich bleibe auch draußen. Mit Glut und du ein bisschen im Gespräch. Glut übernimmt den Part von Horatio im Schauspiel. Der Rest von euch geht nach unten in die Katakomben unter. Split the party. Ihr den gleichen Weg, den ihr bereits kennt. Ihr hört schon das Flüstern von Weitem. Das ist normalerweise der Identifikationszauber, den ihr hört. Jetzt nur dieses Flüstern, diese vielen Stimmen. Und als ihr hineinkommt in die große Halle, wo der Takova-Kristall ist, der gigantische, seht ihr nur ein einziges Bild von Hohenheimer, das ein bisschen zur Seite neigt. Violett leuchtet, auch wie der gigantische Kopf. Sehr viele skeletale Features in diesem violetten leuchtenden Kopf. Und schwarze Rauchschwaden, die wie Nebeladern durch diesen hindurchfließen. Nichts. Und immer wieder Skelette formen. Riecht es nach Tod hier drin? Es riecht so extrem nach Tod, wie es noch nie nach Tod gerochen hat. Ja, wer gemeint, er darf nicht rein. Und diese schwarzen Schwaben flüstern. Ihr hört Sachen wie, ich hab's gleich. Ein Splitter der Ewigkeit von den schwarzen Stern von Ansar. Ein Splitter der Ewigkeit formt den schwarzen Stern von Ansar. Von Nansar. Er sitzt an der Spitze von Notagos Krone. Wessen Krone? Ja. Otagos Krone. Otagos. Otago. Das kennen wir das Wort? Ich habe das Gefühl, wir haben das schon mal gehört. Otago. Ja, aber ich habe mir keine Person dazu notiert. Das heißt, schwierig. In der dunklen Einöde des Todlandes schlummert Elovid in Einsamkeit.
Jesus Christ, das ist ein ganzes Gedicht. Das sitzt auf der dunklen Einöde. Des Todlandes schlummert Elovet in Einsamkeit. Shit. Elovet. Elovet. Elovet in was? Am Schluss oder nicht bei Elovet? Am Schluss nicht. Sein Flüstern bewegt die lebende Welle. Das haben wir aber schon gehört, die lebende Welle. Irgendwas mit lebender Welle. Und dann nur noch ein Wort. Die Donnergrollen. Und dann sind noch ganz andere Geflüster, die ihr so ein bisschen raushört. Was macht es? Es bewegt die bewegt die lebende Welle. Also noch in der dunklen Eide des Todlandes schlummert Elove. Insgesamt ist es ein Splitter der Ewigkeit, formt den schwarzen Stern von Nansar. Er sitzt an der Spitze von Otagos Krone. In der dunklen Einöde der Todlande schlummert Elove in Einsamkeit. Sein Flüstern bewegt die lebende Welle. Donnergrollen. Können wir mal Geschichte werfen, ob irgendetwas von diesen Begriffen uns etwas sagt? So, ja, natürlich. Ich hätte gesagt, würfeln dürfen Sven und Patzer. Aber Mira erinnert sich sogar an die Die lebende Welle ist klar. Ich meine jetzt mehr wegen den anderen, wegen... Marlene hat das erwähnt. Genau. Ja, Otago, bin ich mir ziemlich sicher. Nicht mein Geschichte. Otago ist ein wichtiger Name. Wir haben 17. Das schon gehört. Oh, ja. 17. Ist okay. Otago ist der Gründer von Aleon, der vor hunderten von Jahren gelebt hat. Blut. Die Hexe Gundalin. Ich bin nicht da. Ah, du bist draußen. Schaffst du es sonst? Was ist der Gründer von? Aleon vom südlichen Reich, das zerstört wurde. Ach, das ist eine Todlande. Mir selber Guidance und suche nach Spuren. Okay. Bip, jetzt habe ich die Nase. Was soll ich? Survival? Oder? Survival ist gut, ja. Okay, dann habe ich 19. Du siehst mehrere Fußabdrücke. Du siehst, an der Wand hat es Krallenspuren. Fußabdrücke sind von derselben Person? Mehrere Personen. Und Krallen an der Wand? Ja, so wie jemand hat mit den Krallen an der Wand entlang geschliffen. Bist du nicht vom Terror? Könnte auch sein, wer weiß. Das mit den Krallen? Nein, weil der ist nach hoch geflogen. Ja, ihr seht, hier anwesend ist Simon Erlenheim, Margaret von Tannen und Grigori Bardon. Und ist Verbala auch mitgekommen? Sie ist ebenfalls mitgekommen, ja. Ich glaube, Grigori Bardon habt ihr noch nie gesehen. Nein. Dieser ist sonnengebräunt, ein Kleiderschrank von einem Mann. Er hat ein Gesicht wie eine Osterinsel, eine glatze Bartstoppeln und einen massiven Schnauz. Schön. Und während er dort ist, macht er hoppa, 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 hoppa. Das ist der Evocation-Zauberer, der extrem... Er sagt immer, Zauberei kommt von Muskelkraft. Wenn er das macht, dann werde ich irgendwann wahrscheinlich davon compelled und werde daneben stehen. Und ich würde gerne Professorin Verbala noch was fragen. Mhm. Professorin Verbala, wir haben doch diesen Herren dabei. Das hier ist ziemlich viel nekromantische Energie, die herumschwebt. Ich nehme an, da Kun Reuss von der Schule verwiesen worden ist, haben wir keinen anderen Experten in der Nekromantie. Wäre es nicht praktisch, unseren neuen Begleiter zuzuziehen zu diesem ganzen Ding? Würfel auf Persuasion. Ah, okay, ich will nicht einen scheißigen Würfel. Komm! Lies! Wir kennen ihn nicht, es tut mir leid. Bei uns habt ihr auch mal nicht gekannt. Wir uns, und wir haben euch schon so viel geholfen. Es gibt keine Diskussion. Und Hakon Reuss kanntet ihr. Ja, du bist immer noch mit Grigori Bardon gleichzeitig, während du das sagst. Grigori Bardon sagt, wer ist dieser Zwerg? Kann jemand anderes vielleicht auch ein Persuasion machen, um das abzusichern? Wir hatten gute Erfahrungen mit ihm.
Jetzt, ihr denkt, wir können bringen Zwerge rein, weil er weiß Nekromantie? Ich gebe ihm das Geheimnis. Ich sage, wieso nicht? Wir bringen Zwerge hinein, wenn er ist, wenn er ist problematisch, ich ihn zerquetsche. Ja, das ist doch gut, ja. Gut, sehr gut. Von mir aus, okay, was meinst du, Sima? Professorin Nerlenheim, die euch nicht besonders mag, sie hat die Augen konstant zusammengepresst. Sehr steif, ihre Position, und sie sagt, ich bin mir das nicht so sicher. Ich meine, wir können auch einfach weiter hier bin. Ein weiterer Nekromant, meint ihr wirklich, diesen Leuten nicht zu vertrauen? Ja. Also uns oder ihm? Im Moment nur ihm. Ja, dann ja. Zur Überlegung. Ich meine, es ist am Schluss ihre aller Entscheidung. Wir stehen aktuell vor einem Nekromantie-Problem. Wir haben niemanden, der darüber Bescheid weiß. Vielleicht wäre es von Vorteil, wenn wir diese Quelle des Wissens anzapfen, anstatt sie einfach vor der Tür stehen zu lassen. Bitte. Ja. Ja, das klingt gut. Würfelt für überzeugen. Einer von euch. Ich habe einen Guidance gegeben, also du. Habt ihr allenfalls noch weitere Nekromantie-Bücher? Vielleicht kann man da was Ability-Checks rauslesen. Ich glaube nicht, dass das gescheit wäre. Warum nicht? Vielleicht findet man etwas darüber. Preservation. Schwächen. Eine 15. 15. Von mir aus okay. Aber wir fragen noch kurz Heinrich. Und ihr seht, unten von dieser Katakombe kommt der Divination, nein, es ist Enchantment-Zauberer. Der hat sich nämlich das Enchantment auf der Katakombe angeschaut, wie es scheint. Kommt nach oben in seiner orangen Robe. Gelbe Robe, sorry. Ihn habt ihr auch noch nie gesehen. Er ist hellhäutig, kurze, gefärbte, blonde Haare, hellbraune Augenbrauen und ein Backenbart. Extrem blaue, strahlende Augen. Er sieht ein bisschen aus wie ein Sonny Boy, aber ihr wisst vom Hohenheimer Zoo, dass er speziell ist. Er sammelt spezielle Tiere. Blut von ihm gehört, oder? Mhm. Aber gelb ist doch immer Divination, oder? Erkenntniszauber. Ich glaube, er war mal irgendwann. Verzauberung ist pink, du hast recht. Ja, nein, seine Kutte ist pink. Dann habe ich es aber von Anfang an falsch gesagt. Ich hab ihn gelb markiert, wahrscheinlich wegen den blonden Haaren. Pink, also so ein Rosa, kommt nach oben, nickt euch zu. Was ist das, was ich gehört habe? Ihr wollt einen Fremden hier reinbringen? Ja. Jemand, der sich mit Nekromantie auskennt. Ihr vertraut ihm? Warum die lange Pause? Ach. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, weil er macht sehr lange Pause. Ach doch, wir vertrauen ihm. Sehr lange Pause, aber gute Körperspannung. Heinrich Teufel sagt, hör für mich auf überzeugen. Ach der. Was für ein Hey, sein Gebiet sind die Verzauberungen. Oh nein. Zuerst einmal, wir haben uns noch nie wirklich kennengelernt. Deswegen von dir abgesehen. Ich meine, dein Ruf hilft wahrscheinlich, aber es ist auch der Pfad von meiner besten Freundin. Du weißt, er ist der Direktor des Zoos. Das weiß ich. Ja. Dann würde ich ihm gerne die Hand schütteln. Ja. Ein Kompliment zu seinem Zimmer. Oder so einfach sehr interessant. Oh, da kennt sich jemand aus mit Enchantment-Magie. Nein, mit dir? Ja, aber du verzauberst mich gerade. Oh mein Gott. Oh, nee. Linus macht Würgegeräusche. Wirklich? Ist er so immer oder was ist was? Ja, er ist ein unglaublicher. Oh nein. Er ist schleimig. Ich habe mir auch aufgeschrieben, schleimig und übertrieben freundlich. Er ist der Vater von Atja, oder? Ja, er ist immer gut drauf, aber es ist nur eine Fassade, die er aufbaut, um Leute zu verzaubern. Enchantment mag ich, sag ich. Er verzaubert Leute mit seinem Lächeln. Er sieht ja niedergeschlagen aus.
das Gesicht an. Ja, weil jedes Mal, wenn ich mit jemandem rede, kommt das Feld rüber. Ich sag jetzt niemandem mehr Hallo. Oh. Ja. Gut, dann denke ich, hat sich das Ganze erledigt und wir gehen hier wieder hinaus. Ja, okay, aber... wie wollen Sie das Problem denn lösen? Entweder wir fragen jetzt jemanden, der sich damit auskennt, oder wir schauen in den Büchern nach, ob wir dort etwas finden. Ja, ich habe auch bemerkt, ich habe noch mal kurz eine Volkszählung gemacht und es ist aktuell 2 Stimmen gegen eine. Gregory Barden, der immer noch Kniebeuge macht, sagt, ja, richtig, ich bin nicht mehr ganz sicher, aber ich finde eine gute Idee, weil er gezögert hat. Los, gezögert. Ja, kann ich denken. Und weißt du was? Denken. Wenn du gewinnst, den Arm drücken, wir lassen ihn rein. Oh, ja. Oh. Kann ich ihm noch mal Guidance geben? Von mir aus. Die checken das ja, aber... Du siehst, wie er eine Hand bereit macht, dann nimmt er die andere nach vorne und wirkt einen Zauber drauf. Du siehst rote Venen, die auf seiner Hand beginnen zu glühen. Er sagt, gut, bereit? Aha. Go! Würfel mir einen Athletik-Check. Wir hätten dich, du hast 400 Millionen Stärke. Oh, das ist ja, wahrscheinlich hat er so viel, aber spielt keine Rolle. Nur, dass du es weißt, du darfst auch. Das ist kein Stärke, doch das. Ich hab schon gewürfelt. Ich will nur sagen, was ich dazu machen muss. Soll, darf, kann. Athletik. Und du hast Guidance von mir. Ja. 12. 12? Ich habe eine 18. Ah. Es geht. Du bist am Verlieren im Moment gerade. Würfel einen. Du darfst das Linus drücken! Und atmen nicht vergessen. Wir freuen dich an. Keine Ahnung. Wie groß ist dein Konstitutionsmodifier? Ja, verstehst du jetzt, warum ich gerade einbreche hier? Ja. Du kannst während dem Wettkampf diesen einmal dazu rechnen, wenn du möchtest. So, das kann er aber ebenfalls. Noch einmal? Ja. Ready? Habe ich immer noch? Guidance ist weg, oder? Ich kann es wieder geben, oder? Einmal. Also ich meine, machen könnte ich die ganze Zeit. Das Guidance ist halt immer. Eine Minute, deswegen. Nein. Natural One. Eine 8. Ich habe auch nicht gut gewürfelt. Bitte einen anderen Würfel nehmen, was soll das? Es geht wieder ein bisschen zurück in die Mitte. Ja. Noch ein Check. Come on. Nimmst du bitte den gleichen? So lange. Ich habe eine 5. Ich weiß auch nicht. Eine 11. Okay, es geht in, du bist am Gewinnen. Er macht ein. Jetzt haut er alles raus, was er hat. Seine ganze Konstitution. Aber du bist auch. Das heißt. Los, Linus. 13. Ich mach die Korn noch dazu, 24. Oh. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nur gewinnen. Gut, wir lassen ihn rein. Die anderen Zauberlehrer schütteln alle den Kopf und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, dass hier nichts schief geht. Ein Hoch auf meine Muskeln. Seid unbesorgt, das bunte Rudel sorgt für eure... Sicherheit. Oh, Sven. Du wirst kurz darauf abgeholt und gehst dann mit den anderen ebenfalls wieder hinunter. Du stehst jetzt auf dieser Treppe zusammen mit den anderen und siehst diesen gigantischen Kristall an mit diesem leuchtenden violetten Kopf und den schwarzen Rauchschwaden, die darin immer wieder Skelette formen und um diesen herumschweben, während das Geflüster hier den ganzen Raum ich mir einnimmt. Das mal mit meinem arkanen Wissen anschauen, ob ich da was rausfinde, was ich vielleicht schon weiß. Mach einen Arcana oder History-Check. Ich will in dieser Zeit mal den anderen lehren, einfach so, das ist ja. Sehr freut. Ja. Hallo. Sehr freut. Ich weiß Bescheid über arkane Magie. Ich habe eine 23 gewürfelt. Seid ihr auch ein Freund von Patzerchen? Patzerchen ist Freund, ich weiß nicht. Ich bin Patzer, nicht Patzerchen. Laubbläser mag mich weniger, als ich Laubbläser mag. Der gefällt mir. Ja, ist okay. Laubbläser ist ein bisschen neidisch. Was ist ein Laubbläser? Patzerchen.
Patzerchen ist erlaubt. Ich aufhöre, mich Patzerchen zu nennen. Das ist mir wirklich peinlich. Wieso nennt er dich Laubbläserchen? Du weißt, dass mir jegliche Leute sehr viele Namen geben. Wegen ihrem starken Zauber, der uns gerettet hat. Hat sie mal gemacht, habe ich gedacht. Laubbläser, Spitzenname. Was meinst du? So sind wir. Nein, Laub ist der Feind jeder. Vielleicht ist ja auch Zivilisation. Das macht schon Sinn. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass die Stadt zerfallen ist? Können wir vielleicht schauen wegen Nekromantie und nicht wegen Patzerchen? Könnt ihr auch mehr Patzerchen so nennen? Ich nehme mein Buch hervor und mache noch ein Kreuz. Du siehst, es sind mehrere untote Geister. Haften an diesem Zauber und behindern den Zauber bei seiner Ausführung. Du siehst, wie sie immer wieder um den Kopf herumschwallern, welcher von der Nekromantie total korrumpiert wurde. Das sind ein paar Seelen in dem Zauber drin. Sind diese Seelen gerade erst gestorben? Mit deiner 23 weißt du, die sind schon länger tot. Es scheint, die hatte irgendjemand gerade noch auf Lager. Kann ich dich fragen, was sie gedacht haben, mittels Magie verwendet, um hier... also es ist definitiv eine nekromantische Magie. Das sind Geister infused in diesen arkanen Zauber, das Hohenheimer Kompendium. Kann ich versuchen, mit einem dieser Geister zu sprechen? Was willst du ihm sagen? Warum schwebst du um diesen korrumpierten Kristall herum, der schwarze, Kollege? Der schwarze Schatten hat uns dazu befähigt. Hey, ich kenne schwarzen Schatten nicht. Kennst du schwarzer Schatten? Wer ist das? Er ist das Produkt von Al-Azareth. Magst du Al-Azareth? Al-Azareth ist der Meister von allem. Allem, was ist und stirbt. Findest du das gut, dass der schwarze Schatten dich dazu gezwungen hat, hier rumzuschweben? Emotionen sind für die Lebenden. Ich tue, was mir befehligt wurde. Hören wir, was gesagt wird? Ich hätte gesagt, ja. Kennt ihr diesen schwarzen Schatten? Habt ihr von dem schon mal gehört? Aber frag doch mal, wie lange her das ist, dass Sie... Das ist schon lange her, Kollege. Zeit ist für die Lebenden. Ja, aber das ist schon lange. Klingt doch schon lange. Er kennt alle Geheimnisse. Al-Azareth. Hat das was mit dem plötzlichen Leben? Im Wald oben bei der Hexe? Nein, hier unten. Da waren auch ziemlich viele. Du warst noch nicht dabei. Nein, ich war nie in den Katakomben. Ja, da waren wir haben die sehr viele Geister und wir Tote. Haben die toten Könige bekämpft. Ja. Was? Den Untoten. Den untoten König. Ja. Der war nicht so nett. Kannst du sie fragen, ob das was da mit dem schwarzen Schatten? Das heißt, 100. Ob Eiland der Grausame was zu tun hat? Ob Eiland der Grausame mit dem Schatten was zu tun hat? Oi, Kollege. Eiland der Grausame, sagt dir das was? Das Auge des Mondes weint heute tiefrotes Blut. Was? Das habt ihr gehört, oder? Das Auge des Mondes, tiefrotes Blut. Das klingt nicht sehr zusammenhängend. Oi, Kollege, könnte man dich... Ich weiß, Al-Azareth hat dir befohlen, korrumpieren, etc. Wo ich herkomme, ist alles ein Handel. Könnte man dich überzeugen, vielleicht etwas anderes zu tun? Ich meine, du tust das jetzt schon eine Weile, ein bisschen langweilig geworden. Was brauchst du, um da irgendwas anderes zu korrumpieren? Da draußen steht so ein Baum im Wald, den könntest du ein bisschen korrumpieren gehen. Löffel auf Persuasion. Bitte. Ich mag das. So ein bisschen. Nee. End. Let's talk about it. Weiß Leben, schwierig.
nicht sehr überzeugend. 9 habe ich gewürfelt. Er scheint nicht darauf einzugehen. Gut, Also soweit ich verstehe, müssen wir einfach den Kristall von den Geistern säubern, oder? Soll ich einen dieser Geister wiederbeleben versuchen? Könnte was versuchen. Ich kann es probieren. Ich meine, wir haben noch ein... Ja. Ja, Sven. Es ist einfacher, lebendige Leute zu überzeugen, etwas aufzuhören, als... Ja, die können noch sterben. Ich glaube, da sind wir bis. Aber Sven, das, was du tun willst, ich habe eine Vermutung, was du tun willst, ja, ist das, was wir bei der Hexe getan haben. Genau. Vorher schon mal. Die Toten leben im Herzen und Leib. Was? Überleg dir vielleicht dein Publikum, das du hier hast, ja? Falsche Schwestern erneuern einen Pakt. Oh. Naja, ich meine... Oh ja, das habe ich auch gehört. Die sind recht gesprächig, diese untoten Geister. Die sind so. Wahnsinn, erhält ein neues Gesicht. Neues Gesicht. Meint er mich mit dem Wahnsinn und dem neuen Gesicht? Was hat er wegen dem Wahnsinn gesagt? Wahnsinn, erhält ein neues Gesicht. Ich fühle mich direkt angesprochen. Neues Gesicht. Am Tag des roten Hundes reitet der Dulan gen Norden. Was ist noch mal der Dulan? Das ist der kopflose Reiter. Am Tag des was? Des roten Hundes. Weiß ich irgendwas über einen tatsächlichen roten Mond? Wegen Natur? Ich meine, es gibt so Blutmonde. Gebt mir ein Geheimnis. Ich glaube, das ist sein Preis. Ruhig. Ein Geheimnis. Ein Splitter der Ewigkeit formt den schwarzen Stern von Anzeigen. Wieder von dahin. Was bringt es uns, wenn ihr ein Geheimnis liefert? Die lebende Welle. In der dunklen Einöde der Todlande. Eine Antwort auf meine Frage? Schlummert Elowet. Nein, das hat's wohl schon gesagt. Hat jemand ein Geheimnis? Donnergroll. Ja? Was denn? Sag deins. Ja, sag deins, Linus, komm. Es ist ein Reiter auf einem fahlen Pferd. Das ist kein Geheimnis. Ihm folgt der Tod. Aber nur ihr wisst. Kannst du sie fragen, ob sie ein Geheimnis wollen und sich dann verziehen oder ob das einfach etwas ist, was sie sagen? Hey, Kollege. Spellkomponente, Kollege. Wie wär's? Ich hab eine Idee. Also, Opleser hatte die Idee, aber ein Geheimnis? Wäre das vielleicht was, das dich überzeugt, da mit dem Korrumpieren aufzuhören? Ein Geheimnis gegen Verschwinden? Oh, du magst Geheimnisse. Schau mal, Geheimnis. Was dieses Geheimnis ist, erfahren wir das nächste Mal. Denn wir sind schon wieder ein bisschen lange dran. Es ist soweit. Wir erfahren das nächste Mal, was für ein Geheimnis ihr diesem Geist anvertrauen könnt, auf das er vielleicht sich verzieht und das Hohenheimer Kompendium wieder freigibt. Yes. Was könnte das Geheimnis sein? Habt ihr eine Idee? Schreibt es in die Kommentare. ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer hoffen wir, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, schreibt auch das in die Kommentare. Schreibt einfach irgendetwas in die Kommentare. Das erste Wort, das euch einfällt. Aber was Nettes. Ja. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich hier das nächste Mal wieder bei uns, den Deutschens. Yes. Okay. Bye.